Zuletzt bei Tears of the Kingdom. Im dritten und letzten Bannschrein im Himmelsgarten erhielten wir den Deckensprung. Eine Fähigkeit, mit der man sich durch jede beliebige Decke über sich durchmanövrieren kann, um auf der Oberseite herauszukommen. Damit sind viele Abkürzungen in Zukunft möglich und wir beginnen erst jetzt das Potenzial dieser Fähigkeit zu entdecken. Damit haben wir die drei Bannschreine aus dem Garten der Zeit erfolgreich abgeschlossen und nun sind wir in der Lage, das Tor zu öffnen, hinter welchem sich angeblich Prinzessin Zelda befindet. Ist es wirklich so leicht? Heute wird es crazy. Also, ich weiß noch nicht genau, was heute passiert, aber ich glaube, es wird sehr, sehr besonders. Freunde, willkommen zurück bei Tears of the Kingdom. Wir haben alle Fähigkeiten, die wir benötigen, um in den Tempel der Zeit zu gelangen. Und da befindet sich, zumindest laut aktuellen Infos, die wir erhalten haben, Prinzessin Zelda drin. Kann das wirklich sein? Kann sie, wie wir, damals unter Schloss Hyrule da in die Tiefe gestürzt sein und daraufhin in diesem Tempel gelandet sein? Das ergibt irgendwie keinen Sinn. Gerade weil wir auch nur überlebt haben, da uns Rauruts Hand gerettet hat und wir daraufhin erstmal viele, wahrscheinlich Jahre, ohnmächtig waren. Denn ansonsten hätte sich Link nicht so eine Mähne zulegen können an Frisur. Wir wissen nicht, was mit ihr passiert ist. Wir haben noch gesehen, wie sie im letzten Moment in einem gleißenden Licht verpufft ist. Also scheinbar hat irgendwie ihre Kraft sie ja gerettet, wegteleportiert, was auch immer. Und sie scheint ja wohl auch noch am Leben gewesen zu sein, damit sie das Pura-Pad beispielsweise an die Dino-Konstrukte übergeben kann. Also sie ist schon da und also sie muss wohl schon irgendwas gemacht haben. Aber ist es wirklich so einfach? Mal sehen. Schön wäre es auf jeden Fall, sie wieder zu treffen und gemeinsam mit ihr die wahrscheinlich bald aufkommende Bedrohung zu bekämpfen. Wir werden es jetzt aber gleich erfahren, was jetzt hier los ist. Denn mit Raurus wieder hergestelltem Arm oder mit Raurus Arm, dessen Kräfte wieder hergestellt wurden und dem ja entfernten Miasma, welches in dem Arm drin war, kommen wir jetzt hoffentlich hier rein und da bin ich ja dann doch sehr gespannt, was sich darin befindet, Freunde. Gucken wir mal nach. Die Tür geht auf. Okay. Die verschlossene Pforte. Was ist das? Das sieht nicht wie Prinzessin Zelda aus. Was ist das? Können wir sie berühren? Ja. Thank you.
sie hat irgendwie einen Teil unseres Arms aktiviert. Zeitumkehr. Mit dieser Fähigkeit kannst du die Zeit zurückdrehen, um die Platzierung oder Bewegung eines Gegenstands umzukehren. Du kannst die Zeitumkehr jederzeit anhalten. Die Fähigkeit, die Bewegungen eines Objekts rückgängig zu machen, man nennt sie Zeitumkehr. Und Zelda ist verschwunden. Auch ich verstehe nicht, was genau hier passiert ist. Womöglich war es ein Echo ihres starken Willens. Aber ich bin mir sicher, dass du diese Fähigkeit nicht ohne Grund erhalten hast. Ja. Die Suche nach Zelda, neuer Eintrag. Als du dich dem Altar im Tempel der Zeit nähertest, erschien dir Prinzessin Zelda in gleißendem Licht. Geleitet von ihrer Erscheinung nahmst du ihre Hand und eine Kraft durchströmte deinen rechten Arm. Dir wurde die Macht der Zeit, Zeitumkehr, verliehen, welche dir bei der weiteren Erforschung des Tempels nützlich sein kann. Okay. Wie darf ich das verstehen? Ich kann die jetzt sich andersrum drehen lassen. Aber warum? Und ich kann das jetzt beenden. Dann dreht es sich in die andere Richtung. Ich verstehe. Wir müssen das Zahnrad... Moment. Das Zahnrad sich jetzt in die andere Richtung drehen lassen. Damit wir das sozusagen als Treppe benutzen können. Beziehungsweise einfach als... Oh Gott! Okay, ich hatte irgendein ganz weirdes Momentum drauf. Als Möglichkeit, hier weiterzukommen. Okay. Ich verstehe. Sehr interessant. Das ist mir aber schon aufgefallen. Also allgemein, dieses Game arbeitet sehr viel mit Momentum. Also wenn man irgendwie sich ja in eine Richtung bewegt und das Objekt, auf dem man steht, sich in eine ähnliche Richtung bewegt, dann kriegt Link einen ziemlichen Schub. Und das ist, damit muss man so ein bisschen klarkommen. So, wichtig ist, glaube ich, auch, was spannend ist, wenn ich quasi die Zeitumkehr aktiviere, dann bleibt doch alles stehen. Na, also dann habe ich wirklich genug Zeit, mir hier auszusuchen, was ich nutzen will. Und das ist sehr, sehr spannend. So, und da ist eine Hylia-Statue. Die Statue der Göttin zeigt ein mildes Lächeln. Okay, mehr passiert hier nicht. Die lächelt für mich. Okay. Und komme ich hier durch? Ja. Oh. Ich muss Herzen opfern dafür. Oh, meine Kraft reicht nicht. Okay, das heißt, ich muss irgendwie an einen weiteren Herzcontainer rankommen. Dieses Tor stellt deine Lebenskraft auf die Probe. In deinem geschwächten Zustand ist es fraglich, ob du der Herausforderung gewachsen bist. Es existiert aber noch ein weiterer Schrein auf der Insel. Wenn du seinen Segen erlangst, könnte es genügen. Jeder Schrein hütet ein Segenslicht. Wenn du diese sammelst und der Göttin darbietest, wirst du womöglich gesegnet. Bitte zeig mir dein Pura-Pad. Das Pura-Pad verfügt über eine Teleportfunktion. Siehst du die blauen Symbole auf der Karte? Du solltest dich jederzeit zu diesen Symbolen teleportieren können. Nutze die Teleportfunktion, um den verbleibenden Schrein zu finden. Okay. Da sage ich doch nicht nein. Und wir können dann auch gleich noch die Sachen nachholen, die mir fehlen. Pass mal auf. Ach, hier, guckt mal da. Kapselspender wird hier auch angezeigt. Aber dann gehen wir jetzt erst nochmal zu diesem Schrein. Weil ich will mir jetzt da nochmal einen Gleiter schnappen und dann zu der Truhe fliegen, die wir uns auf der Karte mal markiert haben, die auf so einer schwebenden Insel war. Ich glaube, ich könnte auch mit dem Deckensprung eventuell dahin kommen. Aber das Gleiten hat so viel Spaß gemacht. Ich will das eigentlich, wenn ich ehrlich bin, nochmal tun. Das war sehr, sehr, sehr cool. Boah, wir haben immer mehr Fähigkeiten hier. Na, was bist du? Karte. Ah, ich kann die Karte auch hierüber öffnen. Aber warum? Also ich meine, ich kann auch einfach Minus drücken. Naja.
Okay, alles klar. Akzeptiere ich einfach, dass es das noch gibt. So. Passt mal auf. Dann nehmen wir uns jetzt da vorne so einen Gleiter. Da kann ich jetzt auch hier so ein Sportessen nochmal futtern. Genau. Mit dem ich nochmal ein bisschen schneller unterwegs bin. Und dann können wir in Richtung der Truhe fliegen. Mal gucken, ob wir das hinbekommen. Ich glaube, die war die auf der Insel da drüben? Nicht hier vorne, die war so in die Richtung. Okay, einen Moment. Das schaffen wir. Bin guter Dinge, Guys. Das kriegen wir hin. Zack, drehen. Genau. So. Und let's go. Wo war das? So, da machen wir jetzt erstmal, fliegen wir jetzt erstmal hier rüber. Genau, das müsste irgendwo, glaube ich, in der Richtung gewesen sein. Oh nein, das war noch viel weiter hier drüben. Ah, das war die Insel. Das war die Insel, die wir gesehen haben. Aber passt auf. Dann will ich jetzt trotzdem hier hin. Aber auf der Insel. Nee. Warte mal, das ist da unten irgendwo. Ah, da! Ich sehe die Truhe, die ich mir markiert habe. Alles gut, alles gut. So, aber dann landen wir jetzt quasi erstmal hier. Dann machen wir jetzt hier eine absolute Bruchlandung. Zack. Okay. Uns geht's gut. Das ist das Wichtigste. So, und dann schauen wir uns jetzt hier erstmal um, weil ich glaube, hier gibt es noch richtig viel Stuff. Hier gibt es noch sehr, sehr viel zu tun. Da ist auch schon die nächste Truhe. Mhm. Sehr schön. Mit ein bisschen Sonanium. I like, I like. So, und auf diese obere Insel sollte ich jetzt auch hinkommen. Dank unserer wunderbaren Deckenfähigkeit. Geil. Sehr, 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 sehr geil. So, na dann würde ich vorschlagen, rein in die Masse, Freunde. Let's flippin' go. So. Da kann man sogar hier aus dem Wasser rauskommen. Ja, sehr cool. Und hier muss doch auch irgendwas sein, oder? Das wird doch hier nicht alles ohne Grund sein. Aha, aha. So, ich mach mir kaputt. Da war wieder eine Ausdauerknolle. Flederbeißer Auge. Das wissen wir aus den Trailern, dass die Flederbeißer Augen auf einem Pfeil zielsuchende Pfeile werden. Das werden wir natürlich auch noch bei Gelegenheit ausprobieren. Ist ja ganz klar. Oh, da haben wir noch einen Ausdauerling. Boah, ich mag dieses Sprintfood. Wir werden auf jeden Fall mehr von diesem Sprintessen kochen. Da kommt man wirklich schnell von A nach B. Große Sonau-Energiesphäre. Wow, 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 wow. Zeitweilig unbegrenzt. Enorm energiehaltige Sonau-Energiesphäre. Sie kann an einem Kapselspender verwendet werden oder kurzzeitig den Batterieverbrauch stoppen. Unendlich Energie für eine gewisse Zeit. Das ist sehr krass. Das ist sehr, sehr krass. Okay, dann hätten wir jetzt die beiden Inseln hier. Nee, warte mal. Hätten wir noch nicht überprüft. Moment mal. Hier drüben kommt da jetzt auch noch was, oder? Kann ich da runterspringen? Ja, die Frage ist, will ich da hin? Oh, oh, oh. Nicht gut, nicht gut. Ich klatsche gleich auf den Boden auf. Wir teleportieren uns. Wir teleportieren uns zum Raum des Erwachens, Freunde. Warte mal, Raum des Erwachens? Ist der letzte Schrein direkt da, wo wir gespawnt sind? Verstehe ich das richtig? Kann ich jetzt mit dem Zeitumkehrer was machen? Warte mal, warte mal, warte mal. Also ich kann mit dem Zeitumkehrer, könnte ich das hier theoretisch sich in die andere Richtung drehen lassen. Die Frage ist, bringt mir das was? Passiert da irgendwas? Nein, erstmal nicht. Okay, Moment. Ich schau mal, ob ich da drauf komme. Ja, ich komme da drauf. Ich komme da drauf. Sollte ich hier sein? Doch, da ist was. Da ist doch was, oder? Noch weiter hoch komme ich nicht. Aber ich komme hier hin. What? Warte mal, fühlt mich das zu dem Schrein? No fucking way! Ich dachte, ich finde hier ein krasses Secret! Ist das der gewollte Weg? Ich
glaube schon. Ich glaube, das ist der gewollte Weg, hierher zu kommen. Okay, okay, alles gut, alles gut. Dann, ich dachte, ich wäre krass, aber das war vom Spiel so erwartet. Das ist eine Batteriemaschine. Wenn ich Zusatzbatterien für dich herstellen soll, gib mir Sonau-Kristalle. Ja, will ich. Wie viele brauchst du? 100! 100! Okay, ich habe 10. Ich war auf meine 10 sehr stolz. Aber leider reichen die nicht. Aber wir haben den letzten Schrein gefunden. Das ist doch auch schon mal was. Damn, ich dachte, ich finde jetzt irgendwie so eine richtig geheime Truhe oder sowas. Dabei war das der offizielle Weg. Ich könnte heulen. Ich habe mich so gut gefühlt. Gibt's hier nochmal eine Fähigkeit für mich? Nein, tatsächlich nicht. Ah, aber das ist jetzt bestimmt ein Schrein, der mir jetzt komplett... Ja, der mir jetzt komplett die Zeitumkehrfunktion wahrscheinlich beibringen soll. Verstanden. Verstanden. Sehr nice. Sehr, sehr, sehr nice. So, was passiert jetzt? Ah, da kommt ein Floß. Okay. So, und wie gesagt, wir können ja alles... Freunde, wir können alles umkehren. Und hier wird sogar angezeigt, was das macht. Wow, wow, wow. Man sieht sogar, wo einen das hinbringt. Mega stark. Mega stark. Ah, und guck mal. Wenn hier die Zeiger vollständig sind, komme ich da durch. Oder wenn die Zeiger hier oben sind. Wenn beide Zeiger oben sind. Und ich muss die dann bestimmt in synchronisieren. Ich muss den einen dann so umdrehen, dass sie sich wahrscheinlich immer perfekt überlappen wahrscheinlich. Das auch schon wieder funktioniert. Das sind alles Sachen, Freunde, die so gut sind. Die so gut sind. Habe ich alle Truhen? Wir haben alle Truhen. Die man einfach so noch nicht in einem anderen Spiel gesehen hat. So, und wenn sie genau übereinander sind, Freunde, dann drücken wir jetzt das und jetzt drehen sie sich gleich. Sehr schön. Und wir kommen durch. Ein kleiner... aber feiner Schrein, der uns die Zeitumkehrfunktion ziemlich gut präsentiert. Boah, das Schlimme wird jetzt, wenn wir die ganze Welt erkunden, ne? Dass wir die ganzen Fähigkeiten alle im Kopf behalten müssen. Ne? Wir müssen merken, okay, wir können die Zeit umkehren, wir können Sachen kombinieren, wir können durch die Decke springen. Das alles im Kopf zu behalten, ich glaube, an manchen Rätseln werde ich wirklich scheitern, weil ich all die... Optionen, die uns dieses Spiel bietet, dass ich die gar nicht irgendwie alle sinnvoll miteinander verknüpft bekomme, wenn ihr versteht, was ich meine. Crazy. In Ordnung. Dann haben wir jetzt jeden Schrein. Und wisst ihr, was wir jetzt machen? Ich werde jetzt tatsächlich hier rüberfliegen. Ich werde mir jetzt den Gleiter nehmen und zu meinen beiden Croc-Kollegen fliegen, die ich noch nicht miteinander kombiniert habe, weil ich zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste, dass man die hier so cool zusammenbringen kann. So, das heißt, wir werden jetzt dann gleich eine richtig scharfe Kurve zur Seite fliegen. Ja. Um dann hier unten auf einer dieser Inseln zu landen. Oh mein Gott, wie hoch man hier ist. Wow, wow, wow. So. Ich muss jetzt irgendwie passend im Wasser landen da unten, Freunde. Sonst bin ich, glaube ich, sonst bin ich geliefert, aber ich will auf jeden Fall auf diese schwebende Insel hier. Und warte mal, da drüben ist noch eine. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh boy, ich hab so Angst. Ja, doch, wir müssen es irgendwie schaffen, auf der zu landen. Ich will das alles wissen. Ich will alles wissen, was es hier zu tun gibt. Mhm. Einfach geradeaus fliegen. Oh, wie viele schwebende Inseln es gibt, da einen Überblick zu behalten, wo man hin muss. Die Möglichkeiten, Freunde, die Möglichkeiten. Warte mal, das Ding geht gleich kaputt. Habe ich das richtig verstanden? Ja, das stürzt dann einfach ab, oder? Nee. Was passiert denn damit? Das leuchtet grün? Was passiert, wenn es grün leuchtet? Ah ja, es geht kaputt. Okay, man kann nicht unendlich weit fliegen. Aber wir haben hier diese Insel gefunden, ne? Und hierauf befindet sich ein Croc.
Sehr schön. So, die Frage ist es nur, wie ich jetzt von hier wieder gut zurückkomme. Aber wahrscheinlich im besten Fall teleportiere ich mich einfach wieder zu dem oberen Schrein. Und dann geht's weiter. Schätze ich, außer... Ah, nee, warte mal. Ich könnte hier theoretisch nach oben springen, aber dann bin ich, glaube ich, ganz unten. Aber ich glaube, ganz runter will ich noch nicht. Oder will ich das? Oh, es ist so verrückt. Ich glaube, das sind alles Orte, wo wir schon waren. Aber da drüben sind unsere Crocs. Ich will eigentlich schon zu den Crocs, aber ich will auch die Insel da drüben überprüfen. Nee, nee, wir müssen nochmal hoch. Ich will auch diese eine schwebende Insel noch überprüfen. Die Zeit müssen wir uns nehmen. Das ist ein großes Erkundungsspiel. Da ist nichts mit hier schnell von A nach B rushen und Mission einsammeln, Feierabend. Jeder Ort muss erkundet werden. Und die Spiele belohnen das meistens auch. Mit irgendwelchen coolen Items, die uns dann irgendwann später Dinge erleichtern werden. Da, ich glaube daran. Ich glaube daran, dass wir hier belohnt werden. So, dann gönn uns doch hier nochmal einen wunderbaren Abflug. Das ist so cool gemacht mit diesen Startbahnen. Ich liebe es. Die Frage ist ja nur, wie das dann alles in die Open World integriert ist, ne? Wenn es dann in der Open World irgendwann so Gleiter gibt. Wie das da alles umgesetzt wurde. So, ich muss jetzt erstmal sehr weit nach unten kommen. Damit ich hier einen guten Sprung in dieses Wasser hier setzen kann. Das ist tatsächlich gar nicht so einfach, nach unten zu kommen. Oder ich probiere einen gewagten Sprung von oben. Sollen wir? Fuck it. Oh. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Das ist jetzt... So, Freunde. Wir probieren einen neuen Abflug. Und schauen mal, ob das jetzt dann so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. So, wir müssen jetzt exakt über diesen Teich dann sein. Oh, scheiße, ich bin tot, ne? Ich bin tot. Alter, wie soll man das treffen? Man hat ein so weirdes Momentum in der Luft und hat gar keine Chance, da irgendwie dagegen zu steuern. Ah. Ich frage mich beim Fliegen gerade, ob man auf dem Tempel der Zeit landen kann. Ich würde mich nicht wundern, wenn es geht. Die Frage ist, was erwartet uns da oben? Freunde, spannend, spannend. Das würde sich doch schon sehr anbieten. Und da drüben ist auch nochmal so eine Abflugsfläche. Da müsste ich auch theoretisch das Tor gar nicht öffnen, ne? Also irgendwie... Ich fliege jetzt hier mal wirklich so schön drüber. Ah. Aber ich glaube, das verpufft, bevor ich tief genug bin, habe ich das Gefühl. Also ich weiß wirklich nicht, ob ich... Ich glaube, ich gehe jetzt wieder drauf. Ich probiere trotzdem auf dem Tempel zu landen. Okay, okay. Hey, wir landen immer in dem Wasser. Ich komme auf jeden Fall nicht da drauf. Okay, Freunde. Jetzt noch ein schöner Bogen hier. Ein schöner Bogen. Hier. Yes! Wir haben sogar nicht mehr ein Fünkchen Fallschaden bekommen. Sehr gut. So. Wofür habe ich jetzt so viele Sturzflüge auf mich genommen? Hier muss doch irgendwas sein, oder? Hier muss doch irgendwas sein, oder? Eine Truhe. Okay, okay. Ja, doch, mit einer Truhe kann ich leben, Freunde. Da bin ich doch dabei. Also diese einzelnen Inseln haben meistens immer so ein Secret. So. Mal sehen, wofür wir das gemacht haben, Guys. Auch hier für eine große Energiesphäre. Das hat sich doch gelohnt. So, jetzt muss ich noch gucken, wo meine Croc-Kollegen hier sind. Denen ich ja auch noch helfen will. Warte mal, die sind... Hier? Nein. Ja, ich bin falsch. Ja, die sind noch ein bisschen weiter... Nee, warte mal, wo sind die denn? Ach Gott, die sind da vorne. Nee, Moment. Da machen wir mal ganz kurz hier. Wo gehe ich denn am besten hin? Ich meine, hier ist der Schrein, aber ich muss wieder übers Wasser zurückkommen. Ich glaube tatsächlich von hier. Den kurzen Fußweg nehme ich auf mich. Okay, Freunde. Dann gucken wir mal, ob wir unseren kleinen Freund hier... Oh boy.
transportiert bekommen. Das, oh nein, oh Gott, das wird gar nicht so einfach. Moment, Moment. Das wird tatsächlich gar nicht so einfach. So, du gehst jetzt hier drauf. Ja. Oh Gott, ich schieb das an. Nee, ich muss auch drauf. Oh, oh. Oh Gott, ey. So, Croggy. Wir schaffen das. Yes. Sehr gut. Okay. Da hätten wir doch gleich schon mal wieder zwei Kollegen zusammengebracht. Na? Danke, dass du meinen besten Freund zurückgebracht hast. Jan, danke schön. Ich sage danke. Die Firma dankt. Sehr nice. Alles klar. So, dann war das das Secret, was ich auf jeden Fall noch mit euch überprüfen wollte. Und jetzt müssen wir sowieso zum Tempel der Zeit. Und dann schaue ich jetzt auch gleich nochmal nach, was es mit dieser Truhe hier auf sich hat. So, und ich glaube, hier kann jetzt der Deckensprung sehr, sehr, sehr spannend für uns werden. So, gucken wir mal nach. Jawollo. Einmal kurz hier durch. Boah, jetzt kriegen wir sie nochmal eine extra Animation hier, bitte was. Irgendwie muss das Spiel manchmal da gefühlt laden. Und da finden wir Gleiterkapseln. Das ist doch eine schöne Sache. So, dann habe ich jetzt, glaube ich, wirklich alles hier auf der vergessenen Himmelsinsel entdeckt, was ich irgendwie vorhatte zu entdecken. Das Einzige, was ich nur nicht weiß, ist, was es mit dieser Pusteblume auf sich hat. Keine Ahnung. Das ist einfach irgendeine Form von Secret, mit der ich noch nichts anfangen kann. Da hinten fliegt dieser Drache. Das ist auf jeden Fall keiner, den wir kennen. Das ist irgendein anderer. Der sieht irgendwie anders aus. Das ist... Muss neben Eldra, Neidra und Farodra, muss das noch irgendwie, ich weiß nicht, der vergessene Bruder oder sowas sein. Oder es ist ein Sonau-Drache, ich weiß nicht, ob es da vielleicht noch was eigenes gibt. Irgendwie ein ganz komisches Auge. Bin ich mal gespannt. Sieht auf jeden Fall sehr edel aus. Bisschen wie so eine Art Löwenmähne, finde ich. Also es hat sowas Löwenmähnenartiges. So, aber wisst ihr, was wir jetzt machen, Freunde? Ich nehme jetzt diese Deckensprungfähigkeit und versuche jetzt ganz auf diesen Tempel der Zeit hochzukommen. Ich meine, why not? Ich meine, wir haben die Fähigkeit. Dann machen wir das doch, oder? Das muss ja irgendwas bringen. Das interessiert mich jetzt gerade richtig. Das ist das, was ich meinte mit so, man muss es erstmal checken, was es für Fähigkeiten gibt. Klar, so. Natürlich, wenn hier so ein Gebäude ist, was sogar so aufgebaut ist, dass man hier hin kann, da findet man doch safe irgendwas Spannendes. Na, und dementsprechend, gehen wir jetzt hier gleich weiter durch die Decke, ne? Gehen wir einmal bis ganz nach oben. Und dann schauen wir, ob es hier irgendwas Spannendes gibt. Ich gucke jetzt gerade auf jeder Ebene, ob wir hier irgendwie eine Truhe oder Ähnliches finden. Sieht aber gerade nicht so aus. Aber ich bin mir sehr sicher, dass wir ganz oben irgendwas entdecken, oder? Sehr schön. Ist hier irgendwas? Nee. Freunde, wir gehen weiter hoch. Bis ganz aufs Dach. Das ist auch der Grund mit Sicherheit, warum der Tempel so designt ist, ne? Aus so verschiedenen Ebenen. Was ist hier los? Was passiert hier? Das sieht auf jeden Fall sehr, 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 sehr besonders aus. Hier passiert nichts. Ist das... Wirklich? Also hier wird mit Sicherheit noch irgendwann mal was passieren, weil das sieht hier schon sehr besonders aus, aber ich glaube tatsächlich, aktuell können wir hier nichts tun. Das ist enttäuschend. Aua. Das ist sehr enttäuschend. Ach, why? Wieso? Was soll das? Ha. Ärgert mich jetzt, muss ich sagen. Weil ich habe mich jetzt gerade sehr, sehr cool gefühlt, dass ich jetzt hier nachgeguckt habe, aber das hat bestimmt mit irgendeiner Form von Secret zu tun, mit der wir aktuell noch nicht interagieren können. Oder es hat mit einer Nebenquest zu tun, oder ich weiß es noch nicht. Oh, schade. Schade, 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 schade. Alles klar. Dann, ist die Frage, wie komme ich jetzt hier wieder safe runter? Ah, ich kann ja einfach ins Wasser springen, naja. Okay. So, ich habe mich mal kurz wieder durch die Zahnräder gewühlt. Ich schaue gerade mal, kann ich da an die Decke? Nein, aber ich kann mich bestimmt auch hier, ne? Ich könnte mich auf jeden Fall im Tempel der Zeit auch durch die Decke böllern. Aber ich glaube, das würde mir nicht viel bringen, weil dann würden wir wieder da rauskommen, wo wir gerade waren und da war leider nichts. Aber wir könnten uns jetzt
mit unseren 4 Abzeichen aus den Schreinen mit Sicherheit einen Herzcontainer holen. Und wir können sogar nur den Herzcontainer nehmen. Das ist spannend. Also ich meine, natürlich, man wird hier, sag ich mal, gezwungen, den Herzcontainer zu nehmen. Damit man jetzt hier nicht den Ausdauercontainer nimmt, nicht mehr vorne durch die Tür kommt. Oh, und schaut mal, ein bisschen Miasma verschwindet dann sogar aus einem. Krass. Wir sind also immer noch komplett verseucht mit diesem Miasma. Und, aber, da frage ich mich jetzt, wird man dann auch Ausdauer über die Heiler-Statue bekommen? Oder kriegt man jetzt vielleicht sogar Ausdauer über einen anderen Weg? Vielleicht. Vielleicht hat man gesagt, Schreine bringen Herzen. Ausdauer kriegt man über irgendwas anderes. Schauen wir mal. Aber jetzt, Freunde, können wir die Tür aufstemmen. Wir haben wirklich alles auf der Insel gesehen, denke ich. Und wir haben genug Herzen, um hier hindurch zu schreiten. Die Tür ist geöffnet. Du hast es geschafft. Die Pforte steht nun offen. Dein Körper wurde vom Miasma in Mitleidenschaft gezogen. Noch besitzt du nicht deine alten Kräfte. Doch die segensreichen Lichter, die du in den Schreinen erlangen konntest, scheinen die Verderbnis in dir schon ein Stück weit geheilt zu haben. Unsere gemeinsame Zeit war nicht sehr lang, aber es war mir eine Ehre, dir zu begegnen. Zeldas Beschreibung war zutreffend. Bitte kümmere dich um sie. Ich verlasse mich auf dich. Okay. Ist sie jetzt doch da vorne? Nee, das kann doch nicht sein. Oder verstehe ich jetzt irgendwas nicht? So, jetzt gucken wir erstmal hier nach. Ist da unten was? Ich suche mir dauernd hier nach Truhen und allem drum und dran. Der hat jetzt irgendwie so geredet, als ob Zelda jetzt da vorne steht, aber es ergibt ja nicht viel Sinn, wenn wir sie da erst so als Geister irgendwie gesehen haben, oder? Aber da vorne ist irgendwas Goldenes. Ganz eindeutig. So. Wir würden uns nochmal die Deckenfähigkeit hier so ein bisschen präsentiert. Der Mond geht auf. Wie viele Inseln wir da im Hintergrund sehen. Seht ihr, was das da hinten für eine riesige Inselgruppe ist? Oh mein Gott, das muss alles erkundet werden von uns. Wow. Wow. So, was ist das? Unser Master Sword. Beziehungsweise das, was davon übrig geblieben ist. Wir drehen jetzt die Zeit zurück. What? Was? Thank you.
Unser Master Sword ist weg. Es ist dir nicht gelungen, Prinzessin Zelda auf der Himmelsinsel zu finden, auf der du erwacht bist. Als du aber das schwebende Licht hinten im Tempel der Zeit berührtest, konntest du kurz ihre Präsenz spüren und eine Stimme sprach in deinem Kopf zu dir, bitte finde mich. Wo könnte Prinzessin Zelda nur sein und was wollte sie dir mitteilen? Als im Tempel der Zeit das Masterschwert in einem geheimnisvollen Licht verschwand, konntest du Prinzessin Zeldas Stimme hören, bitte finde mich. Außerdem erhob sich ein weißer Drache in die Lüfte und teilte das Meer aus Wolken. Kehre auf die Oberfläche zurück, um nach Hinweisen auf den Verbleib der Prinzessin zu suchen. Zeit für einen Sturzflug. Wow. Wow, wow, wow. Und beim nächsten Mal, Freunde, stürzen wir nach Hyrule. Ich hoffe, ihr seid dabei. Und was ist denn das da oben schon wieder? Ah, das ist der Drache. Der jetzt, krass. Das muss ich erstmal alles verarbeiten. Was ist das da vorne? Ah, das sind so Zeichen, die in den Boden gemalt wurden und, ah, hier ist das schwebende Schloss und, ah, es sieht alles so krass aus. Vielen lieben Dank noch an JT90PRL, Hykris Ski und Lux Arcadia für eure riesige Kanalmitgliedschaft.